Zwei- und Vierbeiner sind sich im Aussehen und Charakter oft erstaunlich ähnlich. Menschen tendieren laut Studien dazu, sich Hunde auszusuchen, denen sie selbst ähnlich sind und die ihnen sympathisch erscheinen. Und die Verhaltensweisen passen sich mit der Zeit immer mehr aneinander an. Hundebesitzer, die selbst unsicher sind, haben meist unsichere Hunde, da sich die Stimmung überträgt. Bleibt die Frage, zu welchen der folgenden 5 Pärchen gehören du und dein Hund? Nummer 1. Die feinen Damen. Das Fell des kleinen Hundes glänzt und leuchtet. Frauchen und Hündchen pflegen ihre Mähne bis zur Perfektion. Sie sind die schönsten und das wissen sie auch. Durch ihr Auftreten wirken sie manchmal arroganter, als sie wirklich sind. Kratzt man jedoch an der Oberfläche, dann stößt man auf einen weichen Kern, der ebenso schön ist wie die Verpackung. Sie leben füreinander und nichts und niemand kann sie trennen. Ihr größter Albtraum sind dreckige Pfützen, Matsch und Schlamm. Nummer 2. Die Sportskanonen. Wie du siehst, siehst du nichts. Zumindest kein Gramm zu viel auf den Hüften. Dieses Pärchen ist ehrgeizig, aktiv und hat Spaß am Leben. Mit ihnen kann man echte Abenteuer erleben. Aber Vorsicht, es kann schwer sein, bei dem rasanten Tempo mitzuhalten. Der größte Albtraum für diese Kombination sind Platzmangel und Langeweile. Nummer 3. Die Kämpfer. Stachelhalsband und tätowierte, muskelbepackte Arme sind die Markenzeichen dieses Duos. Sie wollen Gefährlichkeit ausdrücken und das gelingt ihnen auch. Auch wenn der erste Eindruck einschüchternd sein kann, mit diesem Pärchen in der Nähe hast du direkt 2 Beschützer an deiner Seite. Sie haben schon viel zusammen durchgemacht und überstehen jede Krise gemeinsam. Nummer 4. Die Teddys. Das ist nur das Winterfell, das sie ein wenig korpulenter aussehen lässt. Hinzu kommen kurze Beine und riesige Augen, genauso wie bei Teddys. Diese beiden können bei anderen Menschen den Drang auslösen, spontan Umarmungen zu verteilen. Sie sind treue Freunde und gehen fröhlich durchs Leben. Ihr größter Albtraum ist Sport, denn dieses Duo geht es lieber gemütlich an. Und Nummer 5, die Verrückten. Sie sind wie Paradiesvögel und stehen dazu. Sie wollen auffallen. Man erkennt sie oft an ihrer fröhlichen tanzenden Gangart oder an der Verfolgung des eigenen Schwanzes. Das Leben dieses Duos ist interessant und lustig zugleich. Ihr größter Albtraum ist Langeweile und Hunde, die einfach nicht spielen wollen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.